begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge des MSL Signcast, dem Videopodcast für die Werbetechnik. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Schneiden gedruckter Vorlagen auf Schneideplottern, um zum Beispiel Etiketten herzustellen. Genauso kommt diese Technik aber auch in der Textilveredelung vor, wenn zum Beispiel Supplitransfers konturgenau ausgeschnitten werden sollen. Nachdem wir den Aufkleber erstellt haben, öffnen wir den Objektmanager. Hier sehen wir bereits eine aktive Ebene, in der sich die Daten unseres Aufklebers befinden. Jetzt fügen wir drei weitere Ebenen hinzu. Um die Ebenen besser unterscheiden zu können, geben wir ihnen möglichst aussagekräftige Namen. Darum nennen wir jetzt mal die Ebene 1 Druck, die zweite Ebene Schneiden, denn hier sollen sich später unsere Daten zum Konturschneiden befinden. Die dritte Ebene nennen wir FlexCut. Und die vierte Ebene nennen wir einfach Passmarken. Wenn wir jetzt mal die Ebene Druck öffnen, befindet sich hier eine Gruppe von zwei Objekten, die aus einem Rechteck und einer weiteren Gruppe besteht. Unser Aufkleber ist noch gruppiert, das lösen wir jetzt mal, indem wir unter Anordnen die Gruppierung aller Objekte aufheben wählen. So, und jetzt wollen wir diese Konturlinie hier verwenden, um später die Kontur zu schneiden. Dafür möchte ich sie in die Schneideebene bewegen. Das geht am einfachsten, indem man sie anfasst und hier auf die Schneideebene zieht. Sie sehen, das Objekt Rechteck taucht hier direkt auf. Wir können auch mal ganz einfach überprüfen, ob sich das Objekt in der richtigen Ebene befindet, indem wir hier die Sichtbarkeit deaktivieren bzw. aktivieren. Wir sehen, dass unsere Schneidekontur verschwindet, also befindet sie sich in der richtigen Ebene. Jetzt möchten wir nicht nur den Konturschnitt durchführen, sondern anschließend auch den Aufkleber perforieren, sodass er aus dem Bogen herausgetrennt werden kann. Dazu definieren wir eine neue Kontur in der Ebene FlexCut. Dazu aktivieren wir die Ebene FlexCut und wenn wir jetzt grafische Objekte zeichnen, werden diese automatisch dieser Ebene hinzugefügt. Jetzt möchten wir allerdings nicht nur einen Aufkleber schneiden, sondern einen ganzen Bogen. Dazu zoomen wir mal auf die ganze Arbeitsfläche, indem wir die Taste F3 drücken. Jetzt können wir den Aufkleber aber nicht einfach kopieren, weil dann die Zuordnung zu den einzelnen Ebenen verloren gehen würde. Weil wenn ich jetzt nun einfach ein Objekt hier einfüge oder eine Kopie von dem Aufkleber, dann wird das ganze Objekt in die aktive Ebene, momentan hier die FlexCut-Ebene, eingefügt. Das wollen wir nicht. Hier gibt es einen einfachen Trick, und zwar indem man Duplizieren verwendet. Jetzt markieren wir unseren Aufkleber und wählen unter Bearbeiten Vielfach duplizieren. Als erstes möchte ich nur Horizontalkopien herstellen. Dazu muss ich einfach hier oben den Abstand zwischen den Objekten angeben und bei vertikalen Einstellungen keinen Abstand. Dann wird eben nur horizontal kopiert. Jetzt markieren wir die drei neuen Aufkleber, stellen hier den Abstand auf keinen Abstand, geben hier Abstand zwischen den Kopien an mit 5 mm. Möchte ich jetzt 6 Kopien anfertigen und gehe auf Zuweisen. Als nächstes fügen wir jetzt die Passmarken ein. Dazu öffnen wir wieder unseren Objektmanager, schließen hier mal die Ebenen und markieren die Passmarkenebene. Anschließend ziehen wir ein Rechteck über unseren Nutzen,
Sie sehen auch, das Rechteck taucht hier in der Passmarkenebene auf. Und mit aktiviertem Rechteck wählen wir hier oben Set Opus Markers. Und augenblicklich werden hier die Opus-Passmarken eingefügt. Das Rechteck, das wir zur Konstruktion der Passmarken gebraucht haben, können wir jetzt wieder löschen. Wichtig ist beim Erstellen eines Nutzens zur Verarbeitung mit Passmarken, dass ausreichend Platz von den Passmarken zu den Rändern des Bogens gelassen wird, weil je nach Plottermodell die Sensoren eben etwas Platz brauchen, um die Passmarke überhaupt scannen zu können. Wie viele Ränder eingehalten werden müssen, können Sie eigentlich der Bedienungsanleitung Ihres Plotters entnehmen. Als Faustformel hat sich allerdings bewährt, vorne, rechts und links ungefähr 2 cm und hinten bzw. oben ungefähr 5 cm ranzulassen. Nachdem wir unseren Bogen jetzt eingerichtet haben, überprüfen wir noch einmal, ob sich alle Elemente in den entsprechenden Ebenen befinden. Das geht am einfachsten hier über das Einblenden-Ausblenden-Symbol. Ich deaktiviere jetzt einmal die Druckebene. Und wie man sieht, verschwinden jetzt die Objekte, die zum Druck vorgesehen sind. Das Gleiche kann ich mit den weiteren Ebenen machen. Zum Drucken benötigen wir nur die Druckebene und die Passmarkenebene. Deswegen schalten wir jetzt die beiden anderen Ebenen aus. Geben Sie jetzt den Bogen auf Ihrem Drucksystem aus. Im nächsten Schritt möchten wir jetzt die Kontur des Aufklebers schneiden. Dazu aktivieren wir die Schneideebene und deaktivieren die Druckebene. Hier oben befindet sich das Makro Export to Winplot, mit dem Sie Ihre Daten jetzt an die Software des Schneideplotters übertragen. Um den Plotvorgang zu starten, klicken Sie hier oben auf Schneiden mit Opus. Im Display des Schneideplotters wird jetzt eine Meldung ausgegeben, die Sie dazu auffordert, den Messerhalter über der rechten unteren Passmarke zu positionieren. Befindet sich der Messerhalter über der rechten unteren Passmarke, bestätigen Sie die Position bitte mit der Enter-Taste. Der Plotter scannt jetzt die 4 Passmarken und beginnt anschließend mit dem Schneidevorgang. Jetzt verlassen wir Winplot wieder und wollen im nächsten Durchgang die Perforation durchführen. Dazu müssen wir als erstes die Schneidenebene deaktivieren. Und jetzt die Flexcut-Ebene aktivieren. Mit der Flexcut-Funktion stellen Sie Perforationen her. Da Sie den Schneidedruck und die Schnittlänge beim Durchschneiden und für die verbleibenden Stege einstellen können, entstehen Perforationen, die sich individuell an Ihre Anforderungen anpassen lassen. Bevor wir die Daten für den Flexcut zum Plotter übertragen können, müssen wir die Funktion erstmal einschalten.
Dazu drücken wir die Menütaste, blättern bis Systemkonfiguration erscheint. Drücken die Enter-Taste und blättern weiter bis zum Menüpunkt FlexCut. Drücken Sie wieder die Enter-Taste und wählen Sie mit den horizontalen Cursor-Tasten die gewünschte Option aus. Bestätigen Sie diese mit der Enter-Taste. Mit den vertikalen Cursor-Tasten gelangen Sie jetzt zu den Parametern der FlexCut-Funktion. Unter Full legen Sie den Schneidedruck und die Schnittlänge für das Durchschneiden fest. Unter Flex bestimmen Sie die Parameter für den verbleibenden Steg. Wenn Sie hier zum Beispiel nicht 0 als Druck angeben, können Sie den Steg etwas anritzen, um Ihr Objekt leichter heraustrennen zu können. Wie schon bei der Ausgabe der Konturdaten, aktivieren wir die Schneidesoftware wieder, indem wir hier das Winplot-Makro starten. Am Bildschirm erscheint unser Bogen. Anschließend klicken wir wieder auf Schneiden mit Opus und die Daten werden an den Schneideplotter übertragen. Positionieren Sie den Messerhalter jetzt wieder über der rechten unteren Passmarke und bestätigen Sie mit Enter. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Videopodcast das Schneiden mit Passmarken näher gebracht hat und würde mich freuen, Sie auch bei unserem nächsten Signcast für Werbetechniker begrüßen zu können.